Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen hier auf Shoki Banuki New Television. Hallihallo. Das da ist der Sascha und ich bin der Marc. Ja, hört sich komisch an, ist aber so. Wir haben heute den 6. Februar und ich bin ja dran, 6. Februar. Wir haben ein Geburtstagskind. Ja, wer ist es? Rätsel. Es ist ein Musiker. Warte mal, ein deutscher Musiker? Amerikanischer. Amerikanischer Musiker. Ist letztens bei einer, rat mal weiter. Amerikanischer Musiker lebt noch. Richtig, es ist Axl Rose. Axl von dieser Stelle. Das hätte ich als nächstes gesagt. Ist klar. Hat bei einem AC/DC-Konzert mal singend gesessen. Richtig, genau. Axl von dieser Stelle, alles Gute für dich. Man muss natürlich vervollständigen, er ist der Sänger von Guns N' Roses. Von Guns N' Roses, genau. Paradise City. Sweet Child O' Mine, Knocking on Heaven's Door war eher ein Cover, aber trotzdem, You Could Be Mine und so weiter. You could be mine! Ja, am 6. Februar 1968 hat der französische Präsident Charles de Gaulle die 10. Olympischen Winterspiele in Grenoble eröffnet. Das Besondere an Grenoble war, dass dort erstmals zwei deutsche Mannschaften angetreten sind. Einmal Ost und einmal West. West. Wow. Ja, genau. Ja. Das war 1968. Klasse. Was ist noch am 6. Februar passiert? Eigentlich nichts, aber ich habe einen Fakt des Tages. Ja. Und zwar wusstest du, dass man auch auf den Augen Sonnenbrand bekommen kann? Also innen? Innen. Also nicht die Augenlider? Nicht die Augenlider, sondern auf den Augen, auf den Augäpfeln. Hm? Ja klar, sonst würde es ja nicht heißen UV-Strahlen, irgendwas da. UV-400. Genau. Ja, richtig. Also das ist der Fakt des Tages. Das ist der Fakt des Tages. Man kann auf den Augen Sonnenbrand kriegen. Man kann ja überall Sonnenbrand kriegen. Ja, aber bei Augen vermutet man natürlich am wenigsten, weil die Augen ja eigentlich immer so nass sind, also befeuchtet sind. Ne? Auf den Zehen kannst du aber keinen Sonnenbrand kriegen. Auf den Zehen nicht, nee, die werden trotzdem gelb. Ja, egal. Ja, das war der 6. Februar. Morgen sehen wir uns wieder am 7. Februar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut, bis dann.